ja nichts. Zunächst, was sind Pfade eigentlich? Digitale Bilder bestehen ja aus Pixeln. Pfade hat mit Pixel eigentlich gar nichts zu tun, sondern Pfade sind mathematische Formbeschreibungen, die eine Form, einen Pfad, eine Kontur beschreiben, mit der ich unabhängig von Pixeln zeichnen kann. Jetzt ist Photoshop natürlich eigentlich ein Pixelbildbearbeitungsprogramm, aber es hat selbstverständlich auch Pfade integriert, weil Pixel und Pfade diese zwei Aspekte der grafischen Bildbearbeitung sind und Photoshop diese beiden Aspekte beide integriert hat, sowohl Pixel als auch Pfade. Pfade sind also nicht im Bild selber enthalten, sondern sind sozusagen ein eigener Layer, können auch nicht direkt ins Bild reingerechnet werden, sondern werden gesondert gespeichert. Und mit Pfaden kann ich nun Sachen machen, die ich mit Pixeln nicht unbedingt machen kann. Pfade sind nämlich unabhängig auch von der Auflösung des Ausgabegeräts, egal ob das jetzt der Monitor ist oder ob das ein Belichter oder ein Drucker ist. Ich kann Pfade beliebig skalieren, ohne dass ich von ihrer Schärfe irgendetwas verliere. Pfade werden erst im Ausgabegerät in Pixel umgerechnet, weil Pfade direkt von Ausgabegeräten in der Regel nicht dargestellt werden können, sondern erst mit Pixeln gerechnet werden müssen. Pfade verwende ich hauptsächlich dazu, um Bildelemente freizustellen, entweder um ein freigestelltes Bild per se zu erhalten oder auch um eine Auswahl zu realisieren, mit der ich dann ein Composing zum Beispiel mache, um ein Bildelement in ein anderes hineinzukopieren. Um mit Pfaden zu arbeiten, gibt es in Photoshop diese vier Werkzeuge in der Werkzeugleiste. Das ist zunächst mal die Zeichenfeder. Die meisten von denen oder alle von diesen Werkzeugen haben Unterwerkzeugtypen, die dann erscheinen, wenn sie ein bisschen auf der Werkzeugtaste draufbleiben. Also hier haben wir das normale Zeichenstiftwerkzeug und seine Unterwerkzeuge. Dann hier das Textwerkzeug, das im Prinzip eigentlich auch ein Werkzeug ist, das mit Vektoren arbeitet, also mit Pfaden. Dann hier das Pfadauswahlwerkzeug und das Direktauswahlwerkzeug. Und schließlich noch die Formwerkzeuge, also das Rechteckwerkzeug, abgerundetes Rechteckwerkzeug, Ellipsewerkzeug und so weiter. Das wichtigste Werkzeug bei dem Pfaden ist natürlich das Zeichenstiftwerkzeug. Früher hieß es auch mal Zeichenfeder. Und etwas, bei Pfaden einzigartig ist, sind die sogenannten Bézier-Kurven, die man mit dem Zeichenstiftwerkzeug produzieren kann. Wenn ich hier jetzt mal zeichne mit diesem Zeichenstiftwerkzeug, dann erzeuge ich einen Ankerpunkt. Das ist der Startpunkt des Pfades und in der Regel zwei Anfasser. Wenn ich nur klicke, dann erzeuge ich einen Ankerpunkt ohne Anfasser. Diese Anfasser sind aber sehr wichtig zur Steuerung des Pfades. Der Ankerpunkt sitzt in der Mitte dieser beiden Anfasser und der Pfad geht nun bei einem Kurvenpunkt tangential zu den Anfassern, die immer eine gerade Linie darstellen, wenn sie miteinander verbunden sind, tangential zu diesem Anfasser aus dem Eckpunkt, aus dem Pfadpunkt heraus. Wenn ich also jetzt den nächsten Punkt setze, hier mal noch einen Punkt. Bündchen. Anderes, und zwar lösche ich diese beiden Ebenen, die ich jetzt automatisch erzeugt habe, mal. So. Na, die auch. Habe ich zu schnell doppelt geklickt. Etwas, was Sie immer beachten sollten, wenn Sie mit Pfadwerkzeugen arbeiten, ist die Werkzeugoptionenleiste hier oben. Bei der Werkzeugoptionenleiste werden verschiedene Aspekte des Pfadzeichnens sind dort einstellbar. Hier in dieser ersten Gruppe von Tasten habe ich zunächst einmal die Taste für die Formebenen. Das heißt, wenn ich hier einen Pfad zeichne in der Datei, dann wird automatisch eine Formebene erzeugt. Das war jetzt der Fall. Deswegen sind auch diese beiden Ebenen hier automatisch entstanden, die ich in der Zwischenzeit wieder gelöscht habe. Wenn Sie nur reine Pfadzeichnung sozusagen machen wollen, ohne dass Sie automatisch eine Formebene mit diesem Pfad erzeugen, müssen Sie diese Taste wählen in der Werkzeugoptionenleiste.
Das ist die Taste Pfade, während für Formebenen diese Taste zuständig ist. Wir gehen also jetzt auf diese Taste mal und auf diese Art und Weise bekommen wir also keine automatische Füllung der Pfade rein, sondern wir können mit den Pfaden zunächst einmal zeichnen, die Pfade erstellen, vollständig erstellen und dann entscheiden, was ich mit dem Pfad machen will. Hier habe ich also einen Ankerpunkt erzeugt durch Klicken und Ziehen. Das ist also ein Kurvenpunkt. Wenn ich nur klicken würde, hätte ich einen Eckpunkt erzeugt. Den löschen wir jetzt mal wieder. Immer den Kurvenpunkt. Wenn ich jetzt in einen weiteren Punkt setze, von einem aktiven Punkt weg, Moment, fangen wir von vorne an, dann können Sie sehr schön sehen, dass dieser Pfad hier zwischen diesen beiden Eckpunkten immer tangential zu diesen Anfassern in diesen Pfadpunkt hineinläuft, in diesen Pfad-Ankerpunkt. Mit den Anfassern habe ich nun die Möglichkeit, wenn ich also jetzt die Befehlstaste, STRG-Befehlstaste drücke, habe ich die Möglichkeit, die Richtung, die der Pfad nimmt, zu beeinflussen. Wenn ich also das Zeichen Federwerkzeug aktiviert habe, das Zeichen Stiftwerkzeug, und dazu die STRG-Befehlstaste drücke, bekomme ich das Pfad-Direktauswahlwerkzeug. Das kann ich hier auch direkt anwählen. Und dann kann ich meine Ankerpunkte aktivieren und kann entweder die Ankerpunkte damit verschieben oder die Anfasser damit editieren, wobei die Ankerpunkte dabei festbleiben. Jetzt haben wir hier schon mal ein Kurvensegment gezeichnet. Wenn ich jetzt weiter zeichne hier, dieser Punkt ist aktiv. Ich zeichne jetzt weiter. Und muss ich zunächst mal hier auf diesen Punkt draufklicken, um den wieder zu aktivieren. Ich zeichne jetzt weiter. Sie sehen, auch hier geht der Pfad selber tangential zu diesem Anfasser aus dem Punkt heraus. Das, was der Pfad ist, ist nur das hier und dieses Kurvensegment. Diese Linien hier, diese geraden Linien, sind nur Hilfslinien, mit denen ich den Pfad editieren kann. Die haben mit dem Pfad selber eigentlich gar nichts zu tun. Werden also auch nicht bei der Füllung beispielsweise oder beim Zeichnen mit so einem Pfad berücksichtigt. Wenn ich jetzt einen Eckpunkt setzen möchte, dann klicke ich einfach ohne zu ziehen. Sie sehen, in dem Fall wird kein Anfasser erzeugt, sondern der Pfad geht einfach hier in einen Eckpunkt rein. Wenn ich jetzt weiterklicke, erzeuge ich weitere Eckpunkte. Klicken und ziehen bedeutet, dass ich einen Kurvenpunkt setze mit Anfassern. Wenn ich den Pfad jetzt nur als Eckpunkt in einer anderen Richtung weiterführen will, dann drücke ich einfach die Alt-Taste und ziehe diesen Anfasser in der neuen Richtung heraus und kann dann entsprechend weitermachen.